von Need for Speed Heat. Habe ich mittlerweile genug, hier durchzukommen? Nicht ganz. Schade. Von der Seite wahrscheinlich auch nicht. Okay, also wir haben einmal den Fahrerei gegen Oscar, die ansteht. Der Nani. Einiges zu tun. Na gut, ich würde gerne mal einen Blick auf die Karte werfen. Wo ist denn noch was? Da hat man noch ein neues Rennen, sehe ich gerade. Ja, sollten wir relativ locker hinkriegen. Sammeln wir erstmal noch eine Runde Geld. Wir haben jetzt ja nicht mehr so viel übrig. Und es ist ja gerade in der Nähe. Das können wir dann direkt mal ausnutzen. Was war das da hinten nochmal für ein Symbol? Ich glaube, die, ja. Geschwindigkeitsdinger. Na gut, schauen wir uns mal den Skorpion an. So mustern wir halt auch was. Muss ich ja zugeben. Aber sie ist ein bisschen aggressiver, mir scheint. Alles ein bisschen aggressiver. Ja gut, dann gucken wir mal, dass wir hier eine Strecke kriegen, wo wir ein bisschen Gas geben können und euch loswerden. So, ich denke, einen haben wir schon weggekickt. Die Runden sind es in 3 Stück. Okay, und du bist hier langsamer. Das ist okay. Dann kann ich mal gerade vorbei. Dankeschön. Sehr freundlich. Na, husch, husch, husch. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier ein bisschen Gas geben können. Einigermaßen sind sie auf den Fersen, aber zumindest haben wir jetzt mal die Führung. Das ist ja schon mal viel wert. Hier rum, Dankeschön. So, und ich habe jetzt auch mal, nachdem ich die jetzt mal hochgeladen habe, die Videos soweit leider feststellen müssen. Es gibt zumindest 2 Songs, wo mir dann die Videos gesperrt werden. War leider ja zu erwarten. Dummerweise kann man halt hier bei den aktuellen Teilen kann man nicht mehr einzelne Songs rausschmeißen aus der Tracklist. Von daher muss ich halt mal gucken, dass ich hoffentlich das schnell genug merke und dann das Radio weiterschalte. Andererseits, ich meine, ich könnte es ja theoretisch auch ganz ausschalten, das Radio. Mal gucken, wie stressig das noch wird. Und so muss ich halt jetzt hingehen und die notfalls dann halt für eine Zeit lang den Ton stumm, zumindest die Musik stumm schalten. Ich meine, ich habe es ja eh schon relativ leise gestellt, das sollte passen. Wundert mich, dass sowieso das so viel erkannt wird. Das war bei Carbon war es nämlich tatsächlich nicht der Fall, da gab es relativ wenig Treffer. Da hat die Musik halt auch relativ weit runtergestellt. Es hätte fast schief gehen können. Dann noch einmal Gas geben und haben was. Sehr schön. Klappt. So, vielen Dank für das Geld. Das können wir auch wieder ganz gut gebrauchen. Loose Cruise, aha. Letztes Mal nicht eine andere Crew.
blinkt irgendwas. Einiges an neuen Sachen hier. Aber gut, ich meine, wir brauchen ja auch Geld. So. Das wären Rivale. Mhm. Achso, das stimmt, das waren diese Online-Dinger. Das dürfen wir relativ locker hinkriegen. Das geht wohl nur nachts, oder? Inari antreten. Das wäre Oscar. Was hast du denn für einen? Sind beide 200. Gibt halt ordentlich RP und Level. Brauchen wir Repstufe 30, das dauert noch eine Weile. Vogelperspektive. Drift. Oh. Ach stimmt, du hattest ja auch noch was, ne? Racing Story. Na komm, machen wir die mal. Haben wir da irgendwas in der Nähe, wo wir hin können? Hi. Hey. Und? Wie läuft's? Gut. Und bei dir? Ja. Du vermisst dein Auto, hm? Du hast ja keine Ahnung. Ich träum schon davon, der Kleinen von nebenan ihr Go-Kart zu stehlen. Es ist pink und hat Pedalen. Wie schnell fährt das Ding? Bergab ziemlich schnell. Hör zu. Ich könnte dir was leihen. Nein. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Aber das ist meine Sache. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Bis später. Ja, nicht so ganz on point, das Voice Acting, muss ich ja zugeben. Aber gut. Warte hier. Ah, da haben wir, glaube ich, jetzt schon zu viel abgebremst. Ja. Schade, schade. Aber gut. So, ja, das kommen wir auch nicht so schnell hin. Dann müssen wir hier noch rum. Verzeihung. So, dann will ich noch einmal gerne eine Runde Gas geben. Dann haben wir hinten auch die Story schon erreicht. Okay. Schauen, was das wird. Oh, hier bin ich einen Unfall gebaut. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? 20.000, hm? Okay. Dann schauen wir mal. Die Bühne gehört ganz dir. Halt dich nicht zurück. Runden haben wir 3 Stück. Es geht nur um Kontrolle. Wir müssen halt noch einiges reißen hier. Gut, aber nicht toll. Ja, gefühlt ist es eigentlich ein bisschen schwieriger als bei den anderen Teilen. Vielleicht ist der Kurs ja doch noch zu viel für dich. Ich krieg das mit dem Driften halt nicht so gut hin. Wie gesagt, der nächste wird noch besser. Bei den anderen Teilen deutlich mehr Punkte. Oder weniger hohe Anforderungen. Da haben sich jetzt auch mal gedacht, dass man das ein bisschen erschweren könnte.
hier halt einfach nicht hin, mal im Drift drin zu bleiben. Oder ich bräuchte wirklich ein anderes Auto dafür, weil ich glaube, das da kann ich so knicken. Weißt du, was wir schon hier sind? Wir haben ja keine Zeit genug. So wie das aussieht. Nee, aber ich glaube, das können wir echt knicken. Würdest du vielleicht mal ein bisschen mehr Punkte machen, mein Lieber? Das wäre hilfreich. Du hättest vielleicht ein bisschen mehr üben sollen. Das stimmt allerdings. Das ist ja auch schon, dass ich ein paar Wochen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Nee, das mit dem Driften wird echt nichts. Das muss ich mir vielleicht echt nochmal anschauen. Aber gut zu wissen. Dann haben wir das halt soweit auch nochmal drin oder eben nicht drin. Ich meine, das war im letzten Mal ja auch schon nicht so das Wahre. Muss ich ja zugeben. Das lief ja auch nicht wirklich rum. Ja, ich brauche erstmal ein Auto, das gut driftet. Und ich brauche einen, der weniger Punkte verlangt. Okay, lassen wir das Drift vielleicht erstmal sein. Wo ich muss ja irgendwie auch lernen. Das ist ja auch... ist halt blöd. Das ist halt alles nicht so das Wahre hier. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen Geld jetzt beiseite legen, um mir einen Driftwagen zulegen. Das könnte vielleicht das Rätsels Lösung sein. Wie gesagt, hier geht ja echt nicht wirklich... Vielleicht. Naja, das kann es halt echt knicken. Ich kriege nicht mal die Hälfte hin. Oder gerade mal die Hälfte. Ja, der driftet halt nicht. Der geht halt direkt wieder zurück. Oder ich muss halt an der Technik irgendwie noch was rumprobieren oder so. Oder ändern. Aber das kannst halt leider komplett knicken so. Du könntest es nochmal versuchen. Oder du übst erst noch ein bisschen auf einfacheren Kursen. Das wäre eine Idee auf jeden Fall. Beziehungsweise wir brauchen halt ein neues Auto. Das kannst du ja knicken mit dem Ding. Immerhin kriegen wir ein bisschen was an Geld. Dann lassen wir das Driften jetzt erstmal sein. So, da können wir noch ein bisschen was einsammeln. Das machen wir gerade. Ja, Hallöchen. So, und dann könnt ihr sie auch nochmal vielleicht mal nachschauen, gut, die Rennen haben wir, dann fahren wir jetzt halt erstmal Rennen, um Geld zu kriegen. Mal nachschauen, ob wir für die anderen Missionen da noch einen bestimmten RP brauchen, also Reputation. Hallo, Polizei. Ich fahre da mal kurz dran vorbei, ne? So, dann können wir hier nochmal rüber. Hallöchen. Die Plakatwand kriegt es von hier nicht. Schauen wir uns mal die Reaktion hier an. Ich glaube, so günstig waren die anderen Wagen halt auch nicht. Hm, mal schauen. Mal schauen, was das so wird. Glaube ich, wieder mehr oder weniger die gleichen Leute wie das letzte Mal dabei. So wie das hier aussieht. Jo. Und da haben wir jetzt die Crew, mit der wir uns das nächste Mal die nächste Zeit... Wieso bremst du so runter? Auseinandersetzen müssen. Toll, ich dachte, jetzt kann ich immer gemütlich dran vorbei. Ist wohl nicht. Naja, dann holen wir uns halt
Führung hier. Na, hier nicht zu viel abbremsen. Das ist nicht gut. Ja, aggressiv ist er schon, der Herr Ossi. Hier muss ich mit der Handbremse rein. Die normale bringt da jetzt nicht so viel. Ich glaube, die Ecke kennen wir jetzt auch schon wieder. Jawohl. Sowas hätte ich halt für den Driftkurs gebraucht. Aber ja, ich fürchte wirklich, wir brauchen da einen Driftwagen für. Müssen wir halt ein bisschen Geld sparen. Aber ich glaube, die geben jetzt ja auch eine Menge Kohle gerade. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Im nächsten Rennen. Zumindest mehr. Sollte, dann müssen wir halt, können wir halt nicht mehr so viel Geld in den Wagen hier stecken, obwohl er wahrscheinlich auch demnächst mal irgendwann die Grenze erreicht sein wird. Vorerst mal nicht so weit hier reinfahren. Du sollst ein bisschen mehr rumdriften hier. Das würde dir helfen. Und dann gucken wir halt mal, was wir uns ans Driftwägelchen dann holen. Ja, wie gesagt, wenn ich bei den Driftstrecken ein bisschen mehr Platz hätte, wäre das alles einfacher. Mehr Platz und mehr Geschwindigkeit. Ist ja alles immer relativ eng da, leider. So, es wird aber. Zumindest die Rennen sind jetzt noch kein Problem. Ist doch schön. Oder wir noch einen, sehe ich gerade. Für Vorsprung haben wir. Vielleicht noch einsammel gerade. Würde, glaube ich, tatsächlich gehen. Ich glaube, das hätte tatsächlich funktioniert, wenn ich da gerade kurz rüberfahre und mir den Lackierung mitnehme. Aber gut, ich meine, so passt es ja auch. Jetzt sind wir Meter. Weiß leider nicht so das Wahre. Und dann einmal durch. Na, fast überrundet wieder. Sehr gut. Dann mal vielen Dank fürs Geld. Das können wir jetzt gut gebrauchen. Gut, hätten wir das soweit. Das haben wir auch. Das hier ist wieder so ein Online-Dings, ne? Ja. Also schätze ich zumindest mal. Ne. Hiermit gehe ich raus. So. Stahldrache. Das war, glaube ich, noch ein paar einfachere da, ne? Die wir noch machen könnten. Hm? Oh, das sieht hier so langsam an, sehe ich gerade. Yes, okay. Bringt so relativ viel Geld. Okay, dann gucken wir mal, können wir hier irgendwo in die Ecke? Ja, können wir. Gut, dann hätte ich gern das als Route. Und dann möchte ich da einmal hin schnell reisen. Sehr schön. Vielleicht auch wieder so ein... so ein Zeug, wo ich erstmal nicht hinkomme. So ein Plakatwand. Ja, da wäre ein Sprungschanz auf der Seite. Aber gut, mit Blick auf die Zeit würde ich sogar mal sagen, wir enden die Folge hier. Wie kommen wir dahin?
keine Ahnung. Werden wir irgendwann noch rausfinden. So, aber wie gesagt, dann werden wir erstmal die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.